Stefan Maross ist ein deutscher Sänger, Fernsehmoderator und Trompeter. Er wurde am 26. November 1975 in Traunstein, Deutschland, geboren und wuchs in dem kleinen Dorf Freilassing auf. Maross begann schon in jungen Jahren Trompete zu spielen und zeigte schnell sein musikalisches Talent. Später wurde er ein erfolgreicher Musiker und Fernsehstar, doch sein Leben nahm eine tragische Wendung, als er 2016 im Alter von 40 Jahren einen Schlaganfall erlitt. Frühes Leben und Karriere. Maross' Leidenschaft für Musik begann bereits in jungen Jahren. Er begann bereits im Alter von 5 Jahren Trompete zu spielen und beherrschte das Instrument schnell. Er begann auch zu singen und bei lokalen Wettbewerben und Talentshows aufzutreten. 1991, im Alter von 15 Jahren, trat Maross in der beliebten deutschen Fernsehsendung »Herzklopfen kostenlos« auf, was zum Start seiner Musikkarriere beitrug. Er wurde vom Musikproduzenten Jack White entdeckt, der ihm einen Plattenvertrag unterschrieb und 1992 sein erstes Album »Entertainment« veröffentlichte. Das Album war ein kommerzieller Erfolg und Maross wurde zu einem aufstrebenden Stern in der deutschen Musikindustrie. Der Erfolg von Maross hielt in den 1990er Jahren mit mehreren erfolgreichen Alben und Singles an. Er begann auch, eigene Fernsehsendungen zu moderieren, darunter »Immer wieder sonntags« und »Stefans Gäste«, die sein musikalisches Talent unter Beweis stellten und ihm noch mehr Ruhm einbrachten. Persönliches Leben. Das Privatleben von Maross war im Laufe der Jahre Gegenstand großer medialer Aufmerksamkeit. Zuvor war er mit der deutschen Sängerin Stefanie Hertel verheiratet, mit der er eine Tochter namens Johanna hatte. Das Paar ließ sich 2012 nach 10-jähriger Ehe scheiden. Im Jahr 2015 gab Maross seine Verlobung mit der deutschen Fernsehmoderatorin Susanne Schmidt bekannt. Das Paar heiratete im folgenden Jahr in einer aufwendigen Zeremonie in Österreich, doch ihr Glück war nur von kurzer Dauer. Der Schlaganfall und die Genesung. Im Mai 2016 erlitt Maross bei einem Bühnenauftritt in Memmingen einen Schlaganfall. Er wurde ins Krankenhaus gebracht, wo er sich einer Notoperation unterzog, um ein Blutgerinnsel aus seinem Gehirn zu entfernen. Maross' Schlaganfall war ein Schock für seine Fans und die Unterhaltungsindustrie. Er war damals erst 40 Jahre alt und schien bei guter Gesundheit zu sein. Der Schlaganfall hinterließ bei ihm eine teilweise Lähmung auf der linken Seite und beeinträchtigte seine Sprache, was ihn zu einer intensiven Rehabilitation zwang. Maross' Genesung verlief langsam und schwierig, aber er blieb entschlossen, wieder gesund zu werden und zu seiner Musikkarriere zurückzukehren. Er verbrachte mehrere Monate in der Rehabilitation und unterzog sich mehreren Operationen, um die durch den Schlaganfall verursachten Schäden zu beheben. Im Oktober 2016, nur 5 Monate nach seinem Schlaganfall, hatte Maross einen überraschenden Auftritt in der Fernsehsendung »Immer wieder sonntags«. Er wurde vom Publikum mit Standing Ovations und Tränen des Gastgebers begrüßt, der während seiner gesamten Genesung ein enger Freund und Unterstützer gewesen war. Die Rückkehr von Maross auf die Bühne war ein Meilenstein in seiner Genesung und ein Beweis für seine Entschlossenheit und Stärke. Er arbeitete weiter an seiner Rehabilitation und trat gelegentlich im Fernsehen und bei Konzerten auf. Leben nach dem Schlaganfall. Trotz seiner Fortschritte war Maross' Leben nach dem Schlaganfall nie mehr dasselbe. Er kämpfte mit den körperlichen und emotionalen Belastungen seines Schlaganfalls sowie mit der finanziellen Belastung durch seine Arztrechnungen und die laufende Rehabilitation. Maross wurde auch von den Medien und einigen Fans kritisiert und unter die Lupe genommen, die seine Leistungsfähigkeit in Frage stellten und ihm vorwarfen, seine gesundheitlichen Probleme für die Öffentlichkeit auszunutzen. Er war gezwungen, sich gegen diese Anschuldigungen zu wehren und blieb standhaft in seiner Entschlossenheit, seine Musikkarriere fortzusetzen. Im Jahr 2019 gab Maross bekannt, dass er von seiner Musikkarriere zurücktreten werde, um sich auf seine Gesundheit und seine Familie zu konzentrieren. Nach seinem Ausstieg aus der Musikszene im Jahr 2019 konzentrierte sich Stefan Maross auf seine Gesundheit und seine Familie. Er arbeitete weiter an seiner Rehabilitation, unterzog sich einer Therapie, um seine linke Seite wieder voll funktionsfähig zu machen und seine Sprache zu verbessern. Maross bleibt auch in den sozialen Medien aktiv und teilt seinen Fans Neuigkeiten über sein Leben und seine Genesung mit. Er veröffentlichte oft Fotos und Videos von sich selbst,
wie er Trompete spielte und Zeit mit seiner Familie verbrachte, darunter seiner Frau Susanne und ihrem Sohn Valentin. Trotz seiner positiven Einstellung und Entschlossenheit stand Frau bei seiner Genesung weiterhin vor Herausforderungen. Er unterzog sich mehreren weiteren Operationen, um die Komplikationen seines Schlaganfalls zu behandeln, darunter auch die Reparatur eines Leistenbruchs. Im Dezember 2020 gab Frau bekannt, dass er positiv auf Covid-19 getestet worden sei. Er berichtete von leichten Symptomen und begab sich in Quarantäne. Er forderte seine Fans auf, die Pandemie ernst zu nehmen und die Gesundheitsrichtlinien zu befolgen, um ihre Ausbreitung zu verhindern. Tragischerweise nahm der Gesundheitszustand von Herrn im Januar 2021 eine plötzliche und verheerende Wendung. Er wurde mit starken Kopfschmerzen und einem Lungenkollaps ins Krankenhaus eingeliefert. Er unterzog sich einer Notoperation, um sein Lungenproblem zu behandeln, aber sein Zustand verschlechterte sich weiter. Am 11. Januar 2021 verstarb MRCs im Alter von 45 Jahren. Sein Tod war ein Schock für seine Fans und die Unterhaltungsindustrie, die um den Verlust einer geliebten Musiker- und Fernsehpersönlichkeit trauerten. Aus ganz Deutschland und darüber hinaus strömten Ehrungen herbei, Fans und Kollegen brachten ihre Erinnerungen an MRCs zum Ausdruck und drückten seiner Familie ihr Beileid aus. Viele loben sein Talent, seine Freundlichkeit und seine Widerstandsfähigkeit im Angesicht von Widrigkeiten. Mr. S. Vermächtnis lebt durch seine Musik, seine Beiträge zur Unterhaltungsindustrie und den Einfluss, den er auf seine Fans hatte, weiter. Er wird als talentierter und leidenschaftlicher Musiker, engagierter Fernsehmoderator und geliebte Persönlichkeit der deutschen Kultur in Erinnerung bleiben. Nach seinem Tod wurde der Schlaganfallaufklärung und Prävention erneut Aufmerksamkeit geschenkt. Der Schlaganfall von Herrn in jungen Jahren hat ihn daran erinnert, wie wichtig es ist, auf seine Gesundheit zu achten und bei Bedarf ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen. Sein Tod war auch eine Erinnerung daran, welchen Tribut ein Schlaganfall und andere Gesundheitsprobleme für Einzelpersonen und ihre Familien fordern können. Die Familie von Frau, einschließlich seiner Frau und seines kleinen Sohnes, musste den Verlust ihres Mannes und Vaters betrauern, der zu früh entführt worden war. Das tragische Ende von Stefan MRCs Leben ist eine Erinnerung an die Zerbrechlichkeit des Lebens und daran, wie wichtig es ist, jeden Moment zu schätzen. Sein Talent, seine Leidenschaft und seine Belastbarkeit werden seine Fans und Kollegen auch in den kommenden Jahren inspirieren und sein Vermächtnis wird durch seine Musik und die Erinnerungen, die er geschaffen hat, weiterleben.